Vielfalt ist auch stimmlich zu begreifen. Wir haben ja Männerstimmen, Frauenstimmen. Ich reagiere persönlich sehr stark auf Stimmen. Und mir fällt auf, bei meinen Studierenden, ich bin ja Professorin für Unternehmensethik, Unternehmensführung und Personalführung, da müssen meine Studierenden auch Vorträge halten. Und ich merke bei den Frauen, wenn sie aufgeregt sind, dass die Stimme häufig nach oben geht. Und ich bitte sie darum, in Zukunft darauf zu achten, vielleicht nimmt das auch ihre Nervosität, wenn sie mit der Stimme unten bleiben. Wir haben ja häufig das Problem bisher gehabt, dass Frauen, wenn sie in einem Unternehmen Karriere machen wollten, sich den männlichen Kulturhabitus anpassen mussten. Und dabei geht sehr viel verloren. Allein im Miteinander, wir haben ja Länder, wo wir Quoten haben für die Aufsichtsratsbesetzung. Und von dort wird berichtet, dass sich der ganze Ton ändert, wenn Frauen mitwirken in den Entscheidungsgremien. Wir haben zum einen natürlich das Talentmanagement, wo heute Frauen an den Hochschulen nachweislich bessere Noten haben, schneller studieren und dann aber im Unternehmen auf der Strecke bleiben, weil dort kulturelle Muster herrschen, die sie nicht beherrschen und auch gar nicht akzeptieren wollen und deswegen dann das Unternehmen mitunter verlassen, um sich selbstständig zu machen.